Ich begrüße euch alle zurück hier bei Fallout 3. Wir waren hier in Endage stehen geblieben, oder wir sind hier in Endage stehen geblieben und haben hier so einiges geändert und ins Wanken gebracht, möchte ich ebenfalls behaupten. Denn wir haben herausgefunden, dass die guten Dorfbewohner schlichtweg Kannibalen sind. Ja. Und ich frage mich, was das hier oben für eine Sehenswürdigkeit ist. Ich weiß, ich verliere mich. Wir wollten in diese Richtung gehen. Jetzt sind wir hier in finsterster Nacht in dieser Richtung unterwegs, aber ihr wisst ja, ich kann nicht widerstehen, hier einfach jeden Winkel der Welt zu entdecken. Jeden Winkel dieser apokalyptischen Welt. Ich habe sehr, sehr, sehr unschöne Befürchtungen. Raider. Ich sehe keine Gegner. Um Gottes Willen. Minen, Minen, Minen. Wo ist jetzt hier eine Leiche? So. Ein Overlock. Overlook Drive-In, okay. Also ein Freiluftkino, ein Open-Air-Kino. Wir wollen mal ein bisschen Heilung zu uns nehmen. Brocklick der Barbar können wir auch gerne lesen. Nuka-Cola, Meyerlurk-Fleisch. Salisbury Steak, schmutziges Wasser. Sehr schön. Hier haben wir noch einmal Jet. Gewehrkoffer ist leer. Ödländer, Red Axe. Raider. Munition, 10 mm Maschinenpistole. Stein hat das Fallobst, nehmen wir auch mit. Noch mehr Jet. So, hier waren Splitterminen. Oh. So. Das nenne ich mal ein Open-Air-Kino, wie es wahrscheinlich früher einmal war, beziehungsweise ausgesehen hat, kann man sich gut vorstellen. Da haben wir den besagten Tenpenny Tower, den einsamen Tower hier im Ödland, der so strahlend beinahe dort mitten im Nichts steht. Ihr seht es selber. Hier ist nichts, kein Gebäude hat überlebt, nichts wirkt auch nur halbwegs zivilisiert, nur diese alten Ruinen und dann dieser seltsame Turm. Was es damit auf sich hat, werden wir später herausfinden. Das ist allerdings ein anderes Kapitel, wie ich so schön sagen möchte. Wir werden jetzt zurückreisen nach Endale. Ich weiß, das ist nur ein Katzensprung, aber dennoch ein bisschen Weg, den wir uns sparen können. Und stattdessen wollen wir weiter Richtung Norden gehen. Denn wir wollten ja einen möglichst kreativen Weg in Richtung Megaton einschlagen. Ich weiß, es ist Nacht. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt etwas sehen auf YouTube. Falls nicht, seht das mal als kleine, geheimnisvolle Nachtwanderung. Wobei, wir könnten ja schon in die Morgendämmerung hinein warten. Das hat doch was, oder? Ein leichtes Orange, leichte Sonnenstrahlen, die sich hier über die Ebene legen. Dort ist das Washington Monument. Immer wieder schön, diese zentralen Punkte zu sehen. Und übrigens verdichten sich momentan im Internet, heute ist übrigens der, ich will euch ja auch ein bisschen aufklären, heute ist der, darf ja nicht wahr sein, heute ist der 7.5.2015, die Gerüchte im Internet verdichten sich zunehmend, dass wohl diesen Monat ein Fallout 4 angekündigt werden soll. Sollte das so sein, Leute? Ach. Ach, die Lichteffekte hier auf der Straße, es ist wunderschön. Sollte es so sein, dass tatsächlich ein Fallout 4 angekündigt wird, so werde ich einen Freudensprung machen bis mit dem Kopf an die Decke, das sage ich euch. Ich
könnte es kaum abwarten. Ich kann es jetzt schon kaum abwarten. Aber ich will mich auch nicht zu früh freuen. Gerüchte gibt es viele. Die Frage ist, wird es jemals überhaupt erscheinen? Oder sind das alles bloß irgendwelche Hirngespinste? So. Raider. Also schießen und zielen üben wir nochmal. Darf ja nicht wahr sein, oder? Hölle damit. Hallo? Darf doch nicht wahr sein, oder? Mir fehlen die Worte. Das war peinlich. Fort Independence. Damit haben wir die Ausgestoßenen der Bruderschaft gefunden. Was haben wir hier? Ein Raider. Wow. Da hatte ich gerade aber einen Riesenhänger im Spiel. So, Raider, Munition, Sturmgewehr. Posteinwurfkasten ist leer. So, Waffen. 10mm, 10mm. Sturmgewehre haben wir eine Menge zusammen mittlerweile. So. Okay, da würde ich sagen, bevor wir in Richtung Fort Independence gehen, gehen wir erstmal in diese Richtung hier. Denn hier scheint sich ein Raider-Lager zu befinden. Fairfax-Ruinen. Du schaffst das Dogmeat. Raider, ob Dogmeat wohl hier oben ein bisschen gewütet hat? Sturmgewehr, scheint ganz so. Raider. Ja, meine Begleiter haben es schon wieder geregelt. Das darf echt nicht wahr sein, was die für Gegnermengen erledigen können. Und die normalen Raider laufen jetzt schon mit Sturmgewehren rum, also mit denen ist auch nicht mehr gut Kirschen essen. Sturmgewehr, Sturmgewehr, Schön die Werte steigern und dabei trotzdem das Inventarlimit unten halten. Das ist super. Mülleimer brauchen wir nicht. Da haben wir auch nichts. Aber hier haben wir ein interessantes Gebäude. Mit Munitionskisten. Splittergranaten. Splittergranaten. Jet. 10mm Munition und noch mehr 10mm Munition. Also es lohnt sich, es lohnt sich. Wir können durchaus auch mal die Waffe wechseln und mal mit unserer guten Sydney 10mm Ultra spielen. Auch dafür haben wir mittlerweile 1400 Schuss zusammen. Also ich glaube, um Geld müssen wir uns wahrlich keine Sorgen mehr machen. Aber was ist das denn hier? Das sieht begehbar aus. Doch nicht, okay. Aber wo sind denn die besagten Fairfax-Ruinen? Ah, wahrscheinlich hieß dieser Stadtviertel hier so. Würde ich zumindest interpretieren. Ah, hier sind wir tatsächlich, diese Wohnsiedlung, diese Ecke hier hieß so. Wir können einmal da hinten in diese Richtung gehen, dort haben wir auch noch einen Wegpunkt. Und danach würde ich dann gerne langsam aber sicher... Ah, ein Augenbot der Enklave. Danach würde ich gerne langsam aber sicher in Richtung Fort Independence gehen. Ein sehr interessanter Ort, den früh zu entdecken ist auch nicht verkehrt. Hier haben wir noch einmal
eine Autofabrik oder eine Werkstatt zumindest. Ich bin mir sicher, irgendetwas gibt es darin auch zu finden. Und wenn es nur ein Buch über, über die Reparaturfertigkeit ist, selbst das ist es, wie schon oft betont, wert, hier durch die Gegend zu schlendern. Ihr habt es vielleicht bemerkt, ich versuche ein bisschen langsamer zu sprechen bei der Aufnahme. So versteht ihr mich besser und ich bin auch ein bisschen beruhigter. Anstatt immer so schnell und unverständlich durchzuquasseln. Das ist ja äußerst interessant. Hier gibt es bestimmt irgendetwas zu holen. Munition ist ja schon mal kein schlechter Anfang. Ah ja. 30 praktische Rezepte für den Flammenwerfer, ein Lehrbuch. Dafür hat es sich aber gelohnt. Ihr wisst ja, Lehrbücher sind super. Große Waffen um 2 erhöht. Ja, damit hat es sich bereits gelohnt. Und wie gesagt, die Fertigkeit von mir anfangs ja noch zweifelnd beobachtet, mit den 2 Fertigkeitspunkten pro Lehrbuch lohnt sich definitiv. Soldat der Enklave, so weit sind wir schon, aua. Ja, John Henry Eden, unser guter Präsident, ist nämlich ziemlich auf Gewalt gebürstet, wie ihr sehen könnt. Boah, und macht aber auch Schaden. Ja, denn die Soldaten der Enklave sind zumindest freien Ödlandwanderern ziemlich feindselig gegenüber gesinnt. Er hat sogar eine Tesla-Rüstung. Angelehnt an Nikola Tesla, eine besondere Form der Power-Rüstung, wie sie unser guter Sharon trägt. Ein Plasmagewehr haben wir so auch noch nicht gesehen. Schießt ebenfalls mit Mikrofusionszellen. Hey. Was darf's denn sein? Ich hab was Schönes für dich. Alles klar. Rüstungen. Ja. Auf Wiedersehen. Ich präsentiere euch die Tesla-Rüstung. Sehr schön hier mit den Tesla-Spulen auf den Schultern. Eine der, wie ich finde, beeindruckendsten, schönsten und auch stärksten Rüstungen des ganzen Spiels. Nur mal so als Beispiel. Der Power Helm alleine macht einen Rüstungswert von 6 und Strahlenresistenz. Und dem steht auch die Tesla-Rüstung nichts nach. Sieht dazu noch verdammt genial aus mit diesen Blitzeffekten. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir unser gutes Power-Rüstungstraining. Und das werden wir erst etwas später bekommen. Aber schön, dass Sharon die schon anziehen kann. Ärgert mich ein bisschen. Und die 10mm Pistole hat einen sehr, sehr guten Dienst erfüllt. Auch das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ja, wir sind jetzt sehr weit im Osten gelandet. Aber wir wollen ja jede Ecke erkunden. Was sehe ich denn da? Raider. Oh!
Also wenn kritisch, dann richtig kritisch, aber ein bisschen wenig kritisch, wenn ich unser Schussverhalten mal bewerten müsste. Wenn wir mal kritische Treffer landen, dann sind die wirklich richtig, richtig stark, aber die fallen dann doch relativ selten auf. Aber besser als gar nichts, wir müssen bald mal wieder handeln. Das heißt, Moira nochmal einen Besuch abstatten und genau da wollen wir hingehen. Vielleicht sollten wir... Nee, wir können durchaus erst zur ausgestoßenen Bruderschaft gehen. Ihr merkt schon, ich habe einen recht vollen Fahrplan. Nuka-Break. Ah ja. Tolle Werbung. Tja, das war's mit dem Raider. Da oben ist der Wegpunkt. Kampfflinte, das ist super. Denn unsere gibt bald den Geist auf. Oh, doch nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen. Und das sieht auch ganz gut aus. Wo sind wir hier bitte? Okay, wir kratzen jetzt hier diese Ecke an. Wir sind aber ganz schön nah an Megaton ran sogar. Die Richtung stimmt, aber wir wollen jetzt noch einmal nach oben. Oh, das wird gefährlich. Hilfsmittel, was haben wir denn Schönes? Fallobst, schmutziges Wasser. Nuka-Cola, Beerenmentaz, Mentaz, Nuka-Cola Quantum, Orangenmentaz, Red-X, Stimpak. Nehmen wir mal ein Stimpak. Hey, wer bist du denn? Der arme Sammlerhund. Hier wurde wohl eine Karawane überfallen von Supermutanten. Herr der Supermutanten hatte sogar ein chinesisches Sturmgewehr dabei. Jagdflinte. Und du bist da wohl der Sammler, oder? Anscheinend haben sie mir schon wieder die Haut gerettet. Danke. Ja. Was machen sie hier? Mich verfolgen? Rileys Ranger. Ja, gewissermaßen. Habe sie mit dem Geomapper aufgespürt. Riley hat mich geschickt, um sie zu finden, damit ich ihnen das hier geben kann. Mini-Atombombe? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was schulde ich ihnen? Sie schulden mir gar nichts. Rangers kommen allein zurecht. Passen Sie auf Ihren Hintern auf und kommen Sie lebendig zurück. Das ist ja mal freundlich. Also, Rileys Ranger als Freunde zu haben, ist sicherlich nicht gerade das Schlechteste. Das ist ja genial. Kommt einfach mal einer von den Rangern vorbei. Aber genau sowas hält natürlich die Spielwelt lebendig. Da oben ist der Sammler. Hier haben wir Metallkisten. Problem ist, dass so Sammler so gut wie nie Kronkorken dabei haben. Und wenn doch, dann gerade mal im dreistelligen Bereich. Deshalb kommt man in River City zum Handeln kaum vorbei. Hey, warte bitte. Hallo. Ja, handeln. Alles hat. Seht ihr, das meine ich. Jetzt können wir hier höchstens ein paar Minen loswerden. Danke. Ja, ach, Moment. Was darf denn sein? Ja, reparieren. Dreistrahliges Lasergewehr, Plasmagewehr, Heckenschützengewehr, Kampfhelm. Der Rest muss nicht sein. Nö. Fertig. Handeln. Jetzt können wir unsere Kronkorken zurückkaufen. Klingt paradox, aber
Es funktioniert. Splittermine. So, egal. Ist das Gewicht wenigstens weg? Ja, ja, ja. Tschüss. So, hätten wir das. Wegpunkte, Wegpunkte, Wegpunkte. Aber erstmal brauchen wir den Wegpunkt und dafür müssen wir nach oben gehen. War das da sein Häuschen? Ich weiß ja gar nicht. Jetzt sind wir so weit vom Schuss abgekommen, dass wir wahrscheinlich nicht mal mehr Fort Independence erkunden werden, weil ich das vergesse. Ich sehe es schon kommen. Tatsächlich. Wir könnten ihn jetzt natürlich bestehlen, aber ich mag Sammler, deshalb werden wir es auch lassen. Aber alleine diese Unterkunft hier ist, wie ich finde, mal wieder schön in Szene gesetzt. Auf der Brücke, unter der viele Schlachten toben, die hier geradewegs von Megaton in die Landflächen führt, hat er sich einfach niedergelassen. Ich find's toll. So. Wir wollen zusehen, dass wir diesen Wegpunkt hier entdecken und vor allen Dingen herausfinden, was es daran Besonderes zu sehen gibt. Und danach wollen wir noch weiter in den nördlichen Bereich. Denn dort wird noch viel was entdecken können. Und das wollen wir natürlich auch. Ich schieße aber jetzt zu viel mit dem Lasergewehr. Das will ich noch nicht. Dafür ist mir die Munition zu schade. So. Was haben wir denn hier? Ein Fabrikgebäude, das Dreiradgebäude, die Dreiradfabrik, die kenne ich noch. Der Raider kann gut zielen. Ich aber auch. So. Lieber Raider, dankeschön. Und was haben wir denn hier? Eine Dreiradfabrik. Die Dreiräder haben wir auch schon überall gesehen. Eins steht sogar in unserem Häuschen. Red Racer Fabrik. Und ich denke mal, das ist dann unser Ziel fürs nächste Video. Ja. Sehr lustige Fabrik, sehr lustiges Logo. Und was darin auf uns wartet, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Fallout 3.